hallo. Wir spielen heute Angelhaken und Hasenkopf. Ihr braucht eure Geige und euren Bogen. Geht mit eurer Geige in Spielposition. Die Geige liegt locker auf der linken Schulter. Das Kinn legt ihr auf die Kinnstütze. Ihr guckt zur Schnecke. Die linke Hand geht hier ganz entspannt in die Kurve. Ihr seid locker in den Knien. Schwingt mal so von einem auf den anderen Fuß. Jetzt erstmal müsst ihr euren Angelhaken ausfahren. Der Angelhaken, das ist euer kleiner Finger. Ja, hier an der linken Hand, die Hand, die hier in der Kurve ist. Den streckt ihr jetzt mal so aus, den Angelhaken, ja. Und dann hängt ihr euren Bogen mit der Spitze und den Bogenhaaren zu euch in den Angelhaken rein. Ich nehme nochmal raus. Ihr hängt euren Bogen mit der Spitze und den Bogenhaaren, die müssen zu euch hinzeigen, hängt ihr den Bogen hier in den Angelhaken rein. Und das macht Spaß. Das ist eine coole Haltung. So, okay. Jetzt macht ihr mit der rechten Hand, zeigt mir mal eure rechte Hand, macht ihr einen Hasenkopf. Dazu macht ihr runde Finger, der Daumen und die mittleren Finger, die sind der Kopf. Ja, hier sind so die Zähne von dem Hasen und die knabbern mal mit den Hasen. Müssen ganz rund sein, sodass du da durchgucken kannst. Ja. Also kein Entenkopf. Kein Entenkopf. Sondern ein Hasenkopf, runde Zähne, runder Kopf, die mittleren Finger, Mittel- und Ringfinger stoßen auf die Daumenkuppe. Und dann könnt ihr nochmal so knabbern und der Zeigefinger und der kleine Finger, das sind die Hasenöhrchen. So, jetzt schnappt sich der Hasenkopf die Bogenstange und rutscht oder knabbert sich langsam so weit die Stange runter, bis ihr an den Frosch anstoßt. Und der Daumen ist dann zwischen Frosch und Leder. Ja? Die Finger sind weiterhin rund. Ich kann es mal zeigen. So, kann man das sehen? Genau, da kann man das sehen. Hier ist der Daumen zwischen Frosch und Leder. Ja? Nicht dem Frosch das Maul verstopfen, sondern davor stehen bleiben mit dem Daumen. Der Daumen ist weiterhin rund. So fernglasmäßig, dass du da durchgucken kannst. Guck mal, jetzt hier könnt ihr die Schnecke sehen. Ne? Und die zwei mittleren Finger sind auch schön rund. Der Hase streckt weiterhin seine Öhrchen in die Luft. Dann wackelt mal mit dem Hasenkopf. Der Hase sagt, nein, 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 heute will ich nicht Geige spielen. Ich lege mich schlafen. Und zwar legt er sich auf das Zeigefingerohr schlafen, sodass der Zeigefinger im Silberland oder im Kringelland landet. Ja? So, dann ist dann trotzdem hier der kleine Finger da. Der kleine Finger ist der Seiltänzer. Und den legen wir hier oben auf die Stange drauf. Könnt ihr auch mal so mit dem kleinen Finger, mit der Fingerkuppe da so drauf picken, wie so ein Huhn. Ja, okay. Und dann lasst ihr ihn einfach locker und runter drauf stehen. Wenn du dann damit fertig bist, nimmst du den Bogen aus dem Angelhaken raus und landest mit der ersten Bushaltestelle. Die erste Bushaltestelle, das ist hier dieser Aufkleber, euer Aufkleber. Ja? Mit der ersten Bushaltestelle landest du auf der Affenseite oder auf der Dackelseite. Dann stellst du den Bogen auf den Fahrradständer. Das heißt, dass der Bogen Richtung Bürgersteig kippt. Ja, das kann man hier so sehen. Da kippt der Bogen Richtung Bürgersteig. Ja, so ist das Fahrrad aufgestellt mit allen Bogenhaaren. Und dann lass den Bogen mal kippen Richtung Bürgersteig, als würdest du den Bogen auf den Fahrradständer stellen. Und dann kannst du auch schon losstreichen. Ja? So, und du streichst immer hier zwischen Bürgersteig und dem Steg. Das ist hier der Steg. Ja? Zwischen Bürgersteig und Steg streichst du. Ich sage dazu, neben dem Bürgersteig ist einfach da die Straße. Da gibt es Straßenbahnschienen. Da legst du dann deine Straßenbahn rein. Stellst die Straßenbahn auf den Fahrradständer. Und dann kannst du losstreichen. Ne? Fährst du mal von dir zu Hause bis zur Schule und zurück. Probierst mal die anderen Seiten aus. Ja, und streichst immer auf der Straße, in den Straßenbahnschienen. Und du musst immer versuchen, mit deinem schönsten Klang zu streichen. Ja? Hab einfach Spaß an dem Klang von dieser Geige. Ja? Der Bogen landet bei der ersten Bushaltestelle, das ist hier der blaue Aufkleber, auf der A-Seite oder auf der E-Seite.
Und du stellst deinen Bogen auf den Fahrradständer. Dann kippt er Richtung Bürgersteig und dann streichst du voller Freude und frohen Mutes auf der Geige, auf den Geigenseiten. Ja, das macht Spaß. Und vor allem macht das Spiel Angelhaken und Hasenkopf Spaß. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Geige in Spielposition, linke Hand in die Kurve, fahr deinen Angelhaken aus, häng den Bogen mit der Spitze und dem Bogenhaar zu dir in den Angelhaken rein. Dann kann man hier so cool rumstehen mit der Geige. Dann machst du einen Hasenkopf. Ja, runde Finger und zwei Hasenöhrchen. Der Hase knabbert sich die Stange entlang. Die Stange ziehst du hoch. Du stößt an den Frosch dran. Die Ohren sind immer noch gestreckt. Der Hase wackelt mit dem Kopf. Nein, 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 ich möchte heute nicht. Er legt sich auf das Zeigefingerohr schlafen und der Seiltänzer klopft oben auf die Stange drauf. Und dann bist du fertig mit dem Spiel Angelhaken und Hasenkopf. Nimmst den Bogen aus dem Angelhaken raus und landest bei der ersten Bushaltestelle auf einer Seite, die du gerne magst. Und spielst mit deinem schönsten Klang ein paar schöne Töne. Das war das Spiel Angelhaken und Hasenkopf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Like das Video und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe noch was vergessen. Und zwar, ganz wichtig, immer locker in den Knien, streicht mit eurem schönsten Klang und natürlich, Fehler sind erlaubt. Tschüss.